Im letzten Video haben wir die Idee dazu angesehen, wie man durch Zustandselimination von einem Näher zu einem regulären Ausdruck kommen kann. In diesem Video wollen wir das Ganze ein bisschen formaler angucken, den Algorithmus und die Elimination mal im Detail betrachten. Dazu nehmen wir folgenden allgemeinen Fall an. Wir haben irgendwie einen Automaten gegeben und wir möchten so einen Zustand QE, den hier in der Mitte, den möchten wir eliminieren. Dieser Zustand QE, der soll nicht der Startzustand sein und nicht akzeptierend sein. Und wenn wir den Zustand mal genauer angucken, betrachten wir einfach mal einen Vorgänger Q1 und so einen Nachfolger Q1'. Und was man dann sehen kann, ist, dass es möglich ist, entweder direkt von Q1 nach Q1' zu kommen. Es kann eine direkte Kante geben, die mit irgendeinem regulären Ausdruck H11 beschriftet ist. Oder alternativ wird es einen Weg geben von Q1 mit E1, mit irgendeinem regulären Ausdruck E1, zu QE. QE selber kann eine Schleife haben, einen Zyklus haben mit F. Und danach können wir unter Umständen mit G1 zu Q1' kommen. Q1 und Q1', das eine ist ja der Vorgänger, das andere ist ja der Nachfolger, deswegen wird es irgendwie so eine Verbindung geben. Es gibt also zwei mögliche Wege. In dem zweiten Fall, bei dem Umweg über QE, da ist der reguläre Ausdruck, der alle Wörter beschreibt, die diesen Weg nehmen, E1, F-Stern, weil wir diese Schleife mehrfach durchlaufen dürfen, oder auch gar nicht, aber beliebig oft, und danach G1, also der Ausdruck E1, F-Stern, G1. Wenn nun dieser Zustand QE in der Mitte eliminiert wird, dann brauchen wir eine Transition, die beide Fälle abdeckt. Das ist in diesem Fall diese Transition hier oben. Die deckt auf der einen Seite den Fall ab, dass wir mit E1 zu QE kommen, dann F hier bleiben in QE und mit G1 zurückkommen. Das ist dieser Teil, E1, F-Stern, G1. Und zweitens, den zweiten Fall, dass wir direkt die Kante H11 nehmen. Deswegen steht hier plus H11. Und das ist dann die Beschriftung für die Kante nach Elimination von QE. Das Ganze machen wir natürlich für alle Paare von Vorgängern und Nachfolgern von unserem Zustand QE, den wir eliminieren wollen. Und dadurch kommen dann hier diese anderen Kanten mit den entsprechenden Beschriftungen zustande. Nachdem wir die Elimination eines Zustands nochmal genauer betrachtet haben, gucken wir jetzt nochmal den Gesamtalgorithmus etwas genauer an. Die Grundidee ist ja weiterhin, dass wir die Transitionen mit regulären Ausdrücken beschriften und falls es eine Transition nicht geben sollte, dann entspricht das dem Ausdruck leere Menge. Nun betrachten wir jede Kombination aus einem Startzustand Q0 und einem Startzustand QF, weil der Algorithmus ja immer verlangt, dass es genau einen Startzustand und einen Endzustand gibt, der betrachtet werden soll. Und wir eliminieren also für jede Kombination Q0 und QF alle Zustände außer Q0 und QF, nach dem Verfahren, wie wir es eben überlegt haben. Und dann sind zwei mögliche Ergebnisse drin, die wir erhalten können. Falls Q0 und QF unterschiedliche Zustände sind, bekommen wir einen Automaten, der aus zwei Zuständen besteht, einem Startzustand und einem akzeptierenden Zustand QF. Und für diesen Zustand, für diesen Automaten, dem können wir den regulären Ausdruck hier unten zuordnen. Mit der Idee, dass wir zuerst von Q0, natürlich in Q0 bleiben können, mit dem E. Alternativ können wir von Q0 auch über F, H, Stern, G zurück zu Q0 kommen. Haben also die Möglichkeit, von Q0 nach Q0 zu kommen. Das können wir beliebig oft machen. Dadurch kommen wir zu diesem Teil des Ausdrucks. Wir müssen uns irgendwann aber entscheiden, mit F tatsächlich in den akzeptierenden Zustand QF überzugehen. Deswegen haben wir hier das F. Und in dem akzeptierenden Zustand können wir aber noch beliebig oft die H-Transition nehmen, um in dem Zustand zu bleiben. Und das wird durch H-Stern ausgedrückt. Und so kommt man dann auf diesen Ausdruck. Für den Fall, dass der Startzustand auch gleichzeitig der akzeptierende Zustand ist, ist das deutlich einfacher. Weil dann bekommen wir so einen Automaten hier mit genau einer Kante zu einer E-Kante und diese E-Kante können wir beliebig oft nehmen. Deswegen wird der reguläre Ausdruck, den wir dann für diesen Fall erhalten, einfach E-Stern sein. Jetzt haben wir alle möglichen Kombinationen angeguckt, Startzustand und Endzustand. Und weil ja alle möglichen Kombinationen auch zu Wörtern aus der Sprache führen können, deswegen ist dann der reguläre Ausdruck für den Näher die Vereinigung aller Ausdrücke aus Schritt 2. Und dadurch erhalten wir dann im allgemeinen Fall, auch wenn es mehr als einen Startzustand, mehr als einen Endzustand gibt, einen regulären Ausdruck für einen endlichen Automaten.